Sie herzlich und möchte Ihnen etwas zu einem spezifischen Thema der Psychologie bei rheumatischen Erkrankungen nahebringen. Bei Rheuma kann es sein, dass Sie sich fragen, wieso soll ich da zu einem Psychologen, zu einer Psychologin? Das ist eine reine körperliche Geschichte. Ich bin doch nicht verrückt. Ja. Da will ich auch gleich dazu sagen, Psychologen sind keine Psychiater. Das wird manchmal noch verwechselt, wo, wie wir wissen, viele schwer psychisch Kranke in erster Linie oft dort sind. Aber so wie bei mir, ich habe es meistens mit ganz, ganz normal neurotischen Störde, Gründe, die Sie sicher kennen. Wo vielleicht ein Arzt, ein Kollege sagt, Sie haben Räuber, mit dem müssen Sie leben, da kann man nichts tun. Wo sie dann womöglich geschockt sind und erstmal diese Diagnosemitteilung verdauen wollen. Das allein kann schon ein Grund sein, mal in eine psychologische Beratung gehen, um Mitgefühl dafür zu bekommen, Verständnis dafür zu bekommen und diese Krise erst einmal zu verarbeiten, diese Krankheit eben auch zu verarbeiten. Ja, ich lebe jetzt damit. Ist das jetzt ein Todesurteil oder ja, kann ich die Krankheit überhaupt annehmen oder will ich dagegen sein? Diese Themen sind psychologische Themen. Die Schmerzberatung, so wie die Ergotherapie heute erzählt hat, da sind wir uns ganz, ganz nahe. Ja, die psychologische Schmerztherapie kann ein gutes Ergänzungsmittel sein zu medikamentösen Schmerztherapien. Ich sage jetzt nur ein Beispiel, aktive oder passive Musikinterventionen, Tiefenentspannungen, Klangliegenbehandlungen und. Für Angehörige kann es auch eine Herausforderung sein, mit jemandem zusammenzuleben, der jeden Tag Schmerzen hat. Auch Angehörige dürfen daran denken, sich mal einen Rat, eine Begleitung zu gönnen. Die Holy Seven, ein Psychoanalytiker, Franz Gabriel Alexander, ein Arzt und Psychoanalytiker, hat gesagt, es gibt 7 Erkrankungen, wo die Psyche mitspielt. Ja, sie haben einen Körper und der hat jetzt vielleicht nichts mit der Psyche zu tun. Wenn wir genau hinschauen, hat aber der Tisch was mit dem Tischler zu tun. Ohne den Geist des Tischlers gab es keinen Tisch. Und so sind halt wir auch eine Einheit. Wir haben nochmal Psyche, Geist und Körper. Und da setzen diese 7 Erkrankungen besonders an. Er sagt, er behauptet, diese Erkrankungen sind ganz, ganz deutliche Erkrankungen, wo man schauen darf, was macht da das Bewusstsein mit dem Körper. Was macht die Psyche, der Geist? Sie sehen, da ist die Polyarthritis dabei. Migräne wurde später dazugegeben. Und Ihnen heute Rheuma als Eheproblem darstellen. Wir sind nämlich von Geburt an verheiratet. Sie alle sind seit Geburt mit ihrem Körper verheiratet. Das sind Sie und das ist Ihr Körper. Ob Sie wollen oder nicht, den Partner haben Sie. Jetzt kann es sein, auch wie bei einem echten Partner, dass man den nicht unbedingt am schönsten findet. Aber dass man dafür mag. Das heißt, alle, die ihren Körper nicht so besonders schön finden, sagen, dafür liebe ich dich. Der Schönste bist nicht, du bist schon ein bisschen älter, du tust mir auch weh, aber dafür liebe ich dich. Jetzt ist das Bild einer Partnerschaft, ich und mein Körper, insofern spannend, weil hier da was geschehen kann. Nämlich, es kann sein, dass Sie ein Thema, denken Sie mal jetzt an Ihre Ehe bitte, dass Sie ein Thema abgeben und das lebt dann der Mann. Zum Beispiel Autoangelegenheiten. Mache ich nie, macht nur mehr mein Mann. Oder Bankgeschäfte, macht der Mann immer, geben wir der Frau. Dann vielleicht wechselt dann einmal jemand den Partner, was leider in unserer Ehe mit unserem Körper schlecht möglich ist. Und interessanterweise kann es da ganz umgedreht sein. Das höre ich immer wieder, dass dann Frauen sagen, jetzt ist ganz anders, jetzt kümmere ich mich um diese Themen und mein Partner nicht. Das heißt, es ist offensichtlich möglich, dass wir da so Themen hin und her schieben können. Abgeben, wieder Verantwortung zurücknehmen
Und so ist es jetzt auch bei mir und meinem Körper. Ich kann Themen, die ich nicht lebe, nicht leben mag, weil sie so schmerzhaft sind, weil sie mir als Kind abgewöhnt wurden, zum Beispiel Nein sagen dürfen, zum Beispiel mal böse sein, gebe ich unbewusst allerdings meinem Körper. Was gab ich in jungen Jahren vielleicht schon an meinen Körper ab? Darf ich das leben, was ich da abgab? Zum Beispiel Aggression, Nein sagen, sich sperren gegen was, widerwillig sein. Und die zweiten zwei Fragen, die Ihnen mitgeht: Zu was zwingt mich jetzt heute mein Körper? Ist das, was mir fehlte bisher? Die Fragen, so gehe ich immer ran, wenn ich irgendwas habe mit meinem Körper. Aufschreiben, dazuschreiben, hineinspüren, die Antworten kommen lassen. Und der Heilsansatz, Linderungsansatz ist der aus der tiefen Psychologie nach C.G. Jung. Holen Sie sich die Wesensmerkmale, die jetzt Ihr Körper lebt, zurück und geben Sie Ihren Körper frei. Das ist der Ansatz der Schattenarbeit. Und wenn Sie das leben, braucht es der Partner nicht tun, dann braucht es der Körper nicht tun. Ein Literaturtipp zum Schluss: Mein Körper spiegelt mich.